liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist wieder soweit. Schau mal rein, die Serie geht immer weiter und weiter und weiter. Und diesmal was ganz Besonderes. Genau, denn wir gehen auch mal auf eure Wünsche ein. Wir hatten eine Zuschaueranfrage, der uns auf dieses Fahrzeug gebracht haben. Also gucken wir uns das auch mal an. Ist jetzt nicht ganz unsere, wie soll ich sagen, unsere Reiseklasse, weil es ist nämlich ein vollintegrierter. Genau, der Detlefs Trend i 7057 EB. Und wann schauen wir uns den an? Ja, nach dem Intro. So, dann schauen wir doch mal rein, haben wir gesagt. Ja, ich sehe schon von außen Absorberkühlschrank, ja, was ja auch relativ normal ist. Hier vorne im Bereich würde ich sagen, gleich mal eine schöne Durchlademöglichkeit. Also wir haben da schon ein bisschen Stauflächen und so weiter. Ja, da ist noch ein Rohr drin, aber da kann man ja auch drum rumpacken, ne? Das geht ja auch immer. Dann wollen wir mal hier reingucken. Also das Raumgefühl ist natürlich in so einem Vollintegrierten immer sehr, sehr schön, weil du natürlich sehr, sehr viel Möglichkeiten hast, Staumöglichkeiten. Und Platzangebot natürlich hast. So, hier haben wir gleich vorne einen Schrank oberhalb. Hier ist die Bedieneinheiten. Dann schauen wir uns mal hier vorne an. Über dem Fahrerhaus ist ja relativ häufig auch so ein Hubbett verbaut. Das ist auch hier so der Fall, dass man dann dementsprechend nochmal vielleicht jemanden mitnehmen kann als zusätzliche Schlafmöglichkeit. Also bis 4 dürfte das hier jetzt funktionieren, bis 4 Schlafplätze. Riesige Stauflächen. Ich mache das jetzt alles einfach mal so ein bisschen auf und wir gucken mal so ein bisschen rein. Ich gehe auch gleich noch mal ein Stück nach vorne, aber das ist halt einmal komplett der Stauflächenbereich und das ist schon eine ganze Menge. Vorne der Tisch. Wir haben schöne Beinfreiheit, muss ich wirklich sagen. Also da gibt es eine ganze Menge freie Möglichkeiten. Hier vorne ist wohl noch eine Steckdose. Genau, ist es auch. Und sonst, also Velour oder so ein Alcantara. Das sieht schon toll aus. Das macht einen hochwertigen Eindruck. Hier noch Leder. Das ist schon schön. Dann haben wir vorne links noch ein Schuhfach. Auch hier gibt es noch oben Ablagemöglichkeit dort. Und dann haben wir hier den bekannten Tedford-Kühlschrank, diesen Tower. Ja, haben meine Eltern im Weinzweig-Pepper auch. Schönes Teil, läuft, einwandfrei. Kleinigkeiten immer, wenn dann höchstens mal. Da ist mal eine Heizpatrone kaputt gegangen. Aber sonst sehr zuverlässig. Hier haben wir einen Mülleimer, das Schneidebrett, das ist ja toll gemacht und ja, hinten ist im Prinzip auch noch Ablagemöglichkeiten rein. Dann ist jetzt ja hier die Spüle, dann haben wir noch ein 2-Flammen-Gasherd, okay, ehrlich gesagt hätte ich jetzt mit 3 gerechnet, aber 2 gehen ja auch, alles gut. Schubladen, schön tief. Was ich übrigens auch nochmal gut finde hier mit diesem Metall sozusagen, also mit diesen Stangen, dass das Ganze nochmal ein bisschen höher kommt, also dass die Schublade nicht so komplett ist, aber dass es trotzdem nochmal höher kommt und die Sachen nicht gleich rausfallen können. Das ist gut gemacht. Haken für Handtücher und so weiter braucht man auch immer, ne, ist wichtig. Dann gucken wir mal weiter. Hier hinten haben wir eine Dusche. Schick übrigens mit dieser Optik. Diesem indirekten Licht und so weiter. Also das macht natürlich schon was her, ne? Das ist dem geschuldet, da ist der Radkasten wahrscheinlich drunter. Deswegen ist das auch so da hinten so eine Ausbuchtung sozusagen. Also man muss im vorderen Bereich duschen. Aber das ist ja kein Problem. Nach oben haben wir noch ein Fenster. Zur anderen Seite, wir können das Ganze hier zumachen. Dann haben wir ein schönes Raumbad, wie man das ja so kennt. Also so ein komplettes Ankleidezimmer und so weiter. Hier haben wir dann das andere Bad. Ich denke mal, das ist ein Schrank oder auch nicht. Ach, ich glaube, der wird zur Seite geschoben. Ha, jetzt haben wir es. Gut, wie gesagt, wir schauen ja auch das erste Mal rein, wisst ihr? Das heißt, wir müssen auch erstmal gucken, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Noch ein schön großes Fach hier unterhalb. Auch dort sind Ablagemöglichkeiten und sonst die Toilette hier. Also, dass das getrennt ist, finde ich persönlich auch nicht so schlecht. So, hinten das Bett.
zwei Längsbetten, zwei Trittstufen nach oben. Ihr könnt das Ganze hier erweitern und dann habt ihr noch die Leiter, dass ihr dann im Prinzip ins Bett kommt, sodass ihr ein ganz großes Bett habt. Und ja, dann gucken wir uns mal hier hinten noch die Staumöglichkeiten ab. Die sind übrigens auch mega groß, da passt viel rein. Jetzt würde ich allerdings behaupten, das könnte eng werden, ist es auch. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also in der Regel machst du ja sowieso nur eine auf, ne? Also von daher für mich wäre es jetzt kein Hindernis. Aber man muss drauf aufpassen und daran denken natürlich logischerweise. Ja, zu der Seite auch nochmal. Überall indirektes Licht hier oben. Also das sieht schon schick aus. Das hier ist relativ hart, man hört es. Hinten haben wir Mediheki drin. 40x40 würde ich sagen. Also sieht mir zumindest so danach aus. Ja, schick, schick. Also ist schon wohlfühlend, muss ich ja sagen. Wie sieht das aus mit USB und so weiter? Ja, da in der Mitte, da haben wir USB und zwar zweimal USB-C. Und ansonsten haben wir so Leseleuchten dort an der Seite. Und wir können noch hier unser Handy reinhängen. Das ist natürlich nett gemacht. Ja, gut durchdacht. Da müssen wir nochmal von außen gucken, das Auto, wa? Hab ja gesagt, wir wollen uns das Auto von außen auch nochmal angucken. Über dem Bett, unter dem Bett ist eine riesige Heckgarage. Ihr seht es. Da passt mal ganz locker so ein Fahrrad rein. Also, das ist schon schön. Ansonsten haben wir noch zur anderen Seite Versorgungsklappen. Dort hinten drinne. Da ist dann auch noch was. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber wir kommen auf jeden Fall von beiden Seiten an die Garage ran. Und da hinten ist noch eine Klappe. Ich vermute, da hinten ist die Heizung und da wird auch wahrscheinlich das Frischwasser sein. Und auch wahrscheinlich der Abwasserhahn. Auch von vorne können wir uns den Wagen nochmal anschauen. Hier habt ihr die Deadlifts Optik von vorne. Kennt man auch, immer so ein bisschen rot abgesetzt. Ja, schick. Für uns ein bisschen groß, aber das ist ja auch nicht, muss ja nicht für jeden sozusagen das perfekte Fahrzeug sein. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack auch. Das ist auch gut so. So Björn, für dich sind wir in den Wagen reingegangen, in den Deadlifts Trend i7057EB. Ein richtig großer, vollintegrierter. Da hat man auf jeden Fall Platz, das muss man sagen. Und das für einen Preis, ich guck mal lieber aufs Handy, ist einfacher, im Grundpreis für 91.000 Euro, so wie er hier ausgestattet war, wie wir ihn jetzt uns angeschaut haben, gibt es den für 99.000 Euro. Immerhin noch unter 100. Unter 100, ein Riesenschiff, aber es ist mal was anderes und tolles Raum. Also was ich toll fand, muss ich sagen, ist halt dieses, du kannst das komplett abtrennen. Du kannst den Wohnbereich mit genau, dem Schlafbereich. Genau, hast du einen Ankleide, richtig schön und so weiter. Also das finde ich auch persönlich sehr gut. Genau. Aber er ist mir zu groß auf der Straße. Das ist definitiv nichts für uns, aber genau. Wir möchten euch animieren, ihn mal wieder anzufassen, wirklich zu gucken, die Haptik, ist das alles das etwas? Dazu müsst ihr auf eine Messe fahren, dazu müsst ihr zu einem Deadlift Center fahren und dann schaut ihn euch vor Ort an. Das war nur der erste Blick da rein. Das ist nicht alles. Muss ich immer mal wieder dazu sagen, weil es immer so heißt, ja, das ist viel zu kurz, er geht nicht in die Tiefe rein. Das soll es auch gar nicht sein. Nein, wir gucken genauso wie ihr einfach mal rein ins Fahrzeug. Ist es was für uns, ist es für uns nichts. Und dann geht man weiter. Genau, das ist Sinn und Zweck von Schau mal rein. Jetzt haben wir reingeschaut und deshalb hören wir jetzt auch auf mit dem Video. Deshalb bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.